Herzlich willkommen bei der Frischwald KG. Ich freue mich, unseren Betrieb zeigen zu dürfen. Wir sind hier in Stall 2 bei Gruppe 5 und Sie sehen, wie gerade das frisch gemischte Futter die Tiere vorgelegt wird. Jetzt interessiert Sie natürlich, was da drin ist. Na, dann schauen wir mal. Wir sind hier auf dem Futterladeplatz. Sie sehen jetzt, wie wir die einzelnen Komponenten in den Futtermischwagen bringen, damit wir die Totalmischration, kurz TMR, zusammenbasteln. Im Übrigen, was meinen Sie, frisst eine Kuh am Tag? Ich sag's Ihnen, pro Kuh und Tag etwa 50 Kilogramm Festfutter. Das macht in unserem Gesamtbetrieb 60.000 Kilogramm am Tag, was wiederum im Jahr 22.000 Tonnen Futter sind. Außerdem natürlich noch Wasser. Ich weiß nicht, wie viel Sie trinken am Tag, aber meine Spitzenkühe zwischen 80 und 120 Liter Wasser pro Kuh und Tag. Wenn Sie das durchrechnen, haben wir nochmal etwa 25.000 Kubikmeter Wasser im Jahr für unsere Tiere. Nach dem Füttern sind wir jetzt wieder bei der Gruppe 5. Und jetzt wollen wir mal gucken, was unsere Kühe aus all dieses Futter machen. Dazu werden die jetzt im Melkstand getrieben. Das macht Gerrit, Sie sehen ihn. Gerrit ist unser Herdenmanager. Das heißt, der ist verantwortlich für die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Kühe. Ja, Gerrit, was ist zurzeit unsere beste Kuh? 56,69. Nou, dan willen we jetzt 56,69 mal im Melkstand bezoeken. Zo, we zitten jetzt im Melkstand. Onze 56,69 wird gerade gemolken. Gucken Sie mal, ich zeige Ihnen jetzt, welche Kuh hier gemolken wird. Dat is namelijk die Code 1S. En dan sehen wir daar zijn Nummer 56,69. Is natuurlijk verbonden met de computer, die kan ons nog veel meer informatie leveren. Zum Beispiel, hier staat 56 dagen terug had ze ihr Kalb geboren. Hier staat. Was sie jetzt eigentlich produzieren sollte diesmal, also auf Basis der letzten Tage, soll sie jetzt 14,1 Liter Milch bringen. Aktuell ist Stand also schon drüber und sie pumpt noch. Diese Gruppe wird dreimal am Tag gemolken. Wenn wir nachher sehen, wie viel Milch diese Kuh jetzt gibt, kann man das mal 3 nehmen und dann wissen wir, wie viel Milch diese Kuh heute uns gibt.
werden gleich sehen, dass unsere 5669 wieder in ihre eigene Stallabteilung landet. Da geht sie erstmal durch diese erste Selektionstor, die einfach jetzt stehen bleibt. Da kommt sie. Und jetzt kommt sie in eine andere Selektionstor, das werden Sie sehen. Da geht dann links der Tür offen und dann kann sie weer in ihre eigene Gruppe 5, wo wir ihr vorher auch gesehen haben. Vorher haben wir gesehen, wie Kuh Nummer 5669 daar in ihre eigene Abteilung zurückgewandert ist. Hier sind wir jetzt in die Behandlungsstall. Hier sammeln wir alle Kühe, die irgendeine Behandlung unterzogen werden müssen, zum Beispiel Besamen. Es ist nun mal so, dass jede Kuh einmal im Jahr einen Kalb bringen soll, damit die Leistung wieder ansteigen kann. Wenn diese Besamung erfolgreich ist, geht die Kuh 60 Tage für die nächste Abkalbung in eine Ruhephase, sagen wir mal Schwangerschaftsurlaub. Dazu geht sie erst einmal in den Pedikürsalon, wo die Klauen nochmal geschnitten werden, damit sie wieder richtig gesund laufen kann. Eure Gesundheit wird kontrolliert und wenn alles in Ordnung ist, dann geht sie rüber in de trockensteestal in ihre Ruhephase. Nachdem Sie vorher gesehen haben, wie eine Kuh besamt wurde, wollen wir jetzt gerne wissen, ob die Besamung bei dieser Kuh zum Erfolg geführt hat. Sprich, ob diese Kuh jetzt tragend ist. Dafür werden wir jetzt mit einem Scan versuchen, diese kleine Frucht, dieses Embryo zu finden. Das macht Gerrit jetzt und gleich sehen wir auf dem Bild, ob wir tatsächlich ein neues Leben haben. Und jetzt sehen Sie, da kommt der schwarze Fleck, das ist Fruchtwasser und darin müssen wir nachher das Kalb erkennen können. Gerrit, siehst du ihn? Da kommt er. Hier haben wir das Kälbchen. Oder die Embryo. Het schlägt, da sehen Sie. Tick, tick. Und links stehen die Zentimeter. So groß ist das Kalb. Die Skala. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, hier? Ja. De embryo ist jetzt zwischen 3 Zentimeter. 3 und 4, oder? Ja, waar we Ach, hier. Om is ooit. Ja, oké. Okay, okay. De embryo is het 1,5 bis 2 centimeter groot. Oké. Okay. Also nachdem das Kalb jetzt geboren ist, setzt bei der Mutter, bei der Kuh, die Milchproduktion ein. Die wird beim ersten Mal so 5 bis 10 Liter Biestmilch geben, so nennt man die Milch, die Kuh zum ersten Mal in der Laktation produziert. Das Kalb ist jetzt kurz nach der Geburt noch so sehr anfällig, es hat keine eigenen Abwehrstoffe. Es braucht erst noch ein paar Tage, bis es sein eigenes Immunsystem aufbaut. Und so lange ist es auf die Biestmilch der Mutter angewiesen, die unglaublich abwehrstoffhaltig und immunstoffhaltig ist. Deswegen versuchen wir darauf zu achten, dass das Kalb auf jeden Fall innerhalb der nächsten 12 Stunden 2 bis 5 Liter von der Biestmilch getrunken hat, um stark genug zu sein gegen die Risiken im Leben sozusagen. Und jetzt wird das Kalb noch so 1-2 Stunden bei der Mutter bleiben. Dann wird es zu den anderen Kälbern in den Iglus gehen.
Wenn das Kalb dann mit der ersten Milch versorgt worden ist, kommt es hier ins Iglu. Hier bleibt es etwa 14 Tage, damit wir das Kalb individuell im Auge behalten können, versorgen können, damit wir auch genau wissen, wie viel sie aufnimmt. Jetzt sind die Kälber nach der Iglo-Phase in unsere Jungtierstall angekommen. Hier werden die erst 8 Wochen noch Milch als Haupternährung haben. Anschließend werden die sich in nochmal 8 Wochen an die schon gezeigte Totalmischration gewöhnen können, was ab dann ihre Ernährung immer sein wird. Jetzt sind unsere Kälber in ein Alter von 5 Monaten vom Kälberstall im Jungtierstall angekommen. Wenn sie diesen Stall durchlaufen haben, werden sie etwa 15 Monate alt und geschlechtsreif sein. In dem Moment werden sie die Bullen zugeführt und dann haben wir gute Hoffnung, dass 9 Monate später wiederum neues Leben geboren wird.